Am 25. April wurde in Schwerin der Startschuss für eine spannende Reise gegeben. Sie wird demnächst hunderte von begeisterten Cineasten über eine Woche lang quer durch ein altes Land hinter 7 kaukasischen Bergen führen. Georgien. Richtiges Aufwärmen vor einem großen Abenteuer wäre gar nicht verkehrt, dachten die Organisatoren des Filmkunstfestes MV und haben die Gäste in den Speicher eingeladen. Dort gab es Möglichkeiten, gemeinsam mit der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin das Gastland des Festivals Georgien etwas näher kennenzulernen. Das Filmkunstfest ist natürlich grundsätzlich im Frühjahr immer das Ereignis in der Landeshauptstadt, damit auch ein Ereignis, was natürlich uns auch ein Stückchen weit fordert, was wir auch gerne unterstützen. Und jedes Jahr ist es natürlich dann für uns auch wieder spannend, welche Nationalität hier auf dem Filmkunstfest präsentiert wird. Mit diesem Mann aus Schwerin fing alles an. Vor etwa 6 Jahren entschied sich der damalige Inhaber vom Stadtkrug in den Schweriner Höfen, das Geschäft zu verkaufen und nach Georgien als Hotellerieberater zu gehen. Vor kurzem war Hans-Ulrich Trusin wieder in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Mit dem Gepäck eine absolute Begeisterung für Georgien. Fakt ist eins, über die gesamte Zeit hinweg war ich, wie gesagt, vernetzt bis in die Familien. Ich bin überall gerne eingeladen worden, habe natürlich selber auch eingeladen, ich bin ja nur nicht vom Stamm Nimm. Und wie gesagt, habe da so viele tolle Erlebnisse auch im menschlichen Bereich gehabt, die ich sie, glaube ich, hier gar nicht hätte haben können, weil wir sind ja auch eigentlich freundschaftlich veranlagt. Das ist ja nicht so, aber sie sind doch, es ist eine andere Liga, in der die dort spielen. Ja? Eine ähnliche Faszination erlebte auch die Dramaturgin und Filmemacherin Anke Rautmann. Gemeinsam mit ihrem Lebenspartner Martin Schmidt durfte sie 2014 einen jungen Deutsch-Georgier in sein Heimatland zu einem großen Familientreffen begleiten. Aus der Reise entstand der Dokumentarfilm »Das alte, vergessene Land«. Dieser wurde am selben Abend dem Publikum präsentiert. Es ist ein absolut faszinierendes Land, sehr alt, sehr reich an Kultur. Eine interessante Sache war, dass wir natürlich hier in Westeuropa nicht so viel wissen über Georgien. Es ist irgendwo am Kaukasus. Wenn man irgendwie mehr Affinität hat zu Russland, weiß man, dass das quasi die Kornkammer und so das goldene Land Russlands war. An welchen Stationen wird nun die große cineastische Georgienreise vorbeiführen? Einen kurzen Blick darauf verschaffte der Festivalchef Volker Kufall, der während der Vorbereitungszeit auch selbst hinter den 7 kaukasischen Bergen unterwegs war. Im letzten Jahr war es soweit, dass ich zweimal nach Georgien gereist bin und Kontakte knüpfen konnte. Auf einem Filmfestival in Batumi am Schwarzen Meer, wo ich in die internationale Jury für den Dokumentarfilmwettbewerb eingeladen war. Die feierliche Eröffnung des Filmkunstfestes ist am kommenden Dienstag, dem 1. Mai um 19.30 Uhr im Schweriner Filmpalast Kapitol.